Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wilden Folge Pacific Drive. Ja, das war in der letzten Folge mega blöd, was da gelaufen ist. Ich musste tatsächlich, ich hatte noch schon mal eine Aufnahme angefangen und irgendwie, tja, hat er mich weggespeichert, also woanders hin und musste jetzt nochmal die Tour abbrechen. Weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, wie unser Wagen ist total beschädigt durch unsere letzte Reise. Ich habe mich auch noch mal so ein bisschen belesen, weil das ist ja nicht alles unbedingt immer selbsterklärend. Hier sieht man so einen kleinen Grabstein. Also das ist, wenn man die Tour abbricht, dann ja, bleibt eben der Rucksack und der Inhalt des Autos einfach da liegen. Man kann das natürlich zurückholen. Dafür braucht man aber einen sogenannten, deswegen hatte ich da nochmal nachgeschaut, einen sogenannten Befreier. Aber ich habe nichts gefunden, wo ich dieses Ding, weiß nicht, bauen kann oder sonst irgendwas. Entweder können wir es noch nicht, wovon ich fast ausgehe. Oder, weiß ich nicht, es nennt sich hier vielleicht anders und wir kriegen es nicht so ganz hin. Nichtsdestotrotz, wir sind auch, also ich, auch völlig falsch gefahren. Weil hier ist ja eigentlich so ein grünes, guck mal, da steht das Relikt-Experiment und das ist das Zeichen, wir müssten eigentlich dahin und nicht dahin, wo ich hingefahren bin. Von daher, ja, werden wir uns einfach mal eine neue Chance geben. Huch. Und ich würde mal sagen, vielleicht laden wir erstmal die Batterie. Ich weiß nicht, ob das gut war jetzt. Ja, und wir haben auch leider natürlich so eine Geschichte hier verloren, wie den Impulshammer und den Verschrotter. Ach nee, der ist ja noch wieder da. Okay, alles klar, den haben wir noch. Aber naja, ihr seht schon, hier ist alles leer. Hab aber auch gelernt, wenn man hier mit unserer freundlichen Mülltonne spricht. Have you found the friendly dumpster yet? It's behind the shop. Dann spuckt er uns mal so nützliches, hoffentlich nützliches Zeug raus. Was ich schon mal sehe, unsere, also eigentlich ist ganz viel kaputt an unserem Auto. Wir müssen das erstmal wieder ein bisschen ranschrauben. Warum ist da eigentlich so ein Herz immer daneben? Es ist eine nette Tür. Okay, eine primitive Platte. Wir müssen auch nochmal schauen, also wir müssen unser Auto natürlich auch nochmal ein bisschen besser hinbekommen. Vor allen Dingen auch die Reifen, weil wir müssen diesen, warum ist denn diese Fackel eigentlich an? Na egal. Gummi, okay. Okay. Weil wir müssen ja öfter mal ein bisschen ausweichen und auch ins Gelände fahren. Also auch wenn wir da natürlich unsere leuchtende Säule erreichen wollen. Von daher brauchen wir bessere Reifen. Aber ich weiß noch nicht so genau, wo wir die hier bekommen. Das wird sich noch ausstellen. Oh, Reparaturkit haben wir jetzt gerade nicht mehr so viel. Grünen Lack haben wir. Großartig. Damit wir malen einfach alles an und dann ist alles wieder repariert. Okay. Einmal. Macht er was? Er macht nichts. Habe ich. Oh, ich habe das Reparaturkit, oder? Ah, ich stand falsch. Okay. Dann hier noch. Ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Dann müssen wir mal gucken, ob unser Mülleimer nochmal so nett ist und uns. Weil wir haben ja keine. Alles, was wir gelootet haben, ist irgendwie weg. Ja, was ist das Ding weg? Wollen wir mal kurz schauen, was wir hier noch haben. In unserem Köfferchen. Naja, das ist ja nicht mehr viel. Ein bisschen Glas. Stahlblech, damit können wir schon auch noch was anfangen. Hier war. Ja, so Zeug drin. Aber Metallschrott könnten wir eigentlich auch gebrauchen. So, ich. Nimmt ihr das eigentlich? Der nimmt es doch hier mit raus, weil wenn ich hier was baue. So, Fertigungsmaschine. Was kann ich denn. Oh, was ist das denn? Materie zerlege. Ach, warte mal. Vielleicht können wir ja hier gucken, ob wir sowas wie. Achso, müssen wir reinzoomen. Material zerlege. Ach, Materiezerleger, nicht Material. Materiezerleger ist ein energieeffizientes, kostengünstiges und wahrscheinlich sogar ethisch unbedenkliches Gerät,
mit dem du Autoteile in Sekundenschnelle recyceln kannst. Achte nur darauf, nicht mit der Hand in die Suspensionsmatrix zu geraten. Okay, das in dem Luxus sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir jetzt Autoteile. Warum kann ich denn hier nicht? Wie kann ich denn hier weitergucken? Achso, okay. Verbesserte Antenne. Okay, damit können wir wahrscheinlich nur unsere Geschichten verfeinern. Ah, guck mal. Glühbirne. Überlebenswerkzeuge. Ah, guck mal. Hier kommen wir der Sache, glaube ich, schon näher. Wo finde ich denn diesen Befreier sozusagen? Oder muss ich. Ach, guck mal hier. Der Befreier ist zwar kein. Okay, Voraussetzung: einfach installiere die Scan-Antenne. Habe ich gemacht. Okay, das kann ich jetzt. Ach, cool. So. Alles klar. Hier kann ich also mir die Text als Blaupause, Materialien fehlen. Okay. Was hatten wir hier noch? Handstaubsauger? Na ja, gut. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt brauchen. Schweißbrenner. Ah, wie sieht es denn mit Reifen aus? Genau. Sommerreifen, Offroad-Reifen. Ah, schade. Offroad-Reifen sehen an diesem Kombi natürlich auch ein bisschen doof aus, vielleicht, oder? Stahlplatte. Warte mal, was brauchen wir dafür? Stahlblech. Ach, das muss ich erst erforschen. Okay. Es ist ein bisschen schwierig hier rein und raus zu. Also hier hin und hier zu. Naja. Wo war denn Stahlblech? Haben wir das hier irgendwo? Dass ich das. Ach, hier bestimmt, oder? Muss ich. Stahlplatte. So, Stahlblech, okay. Stahltür. Stahlblech. Benzinkanister. Seitlicher Stauraum. Oh, das gibt es dann auch noch. Oh, hier kann man noch eine ganze Menge machen. Finde ich jetzt gerade nicht. Aber es ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich will mal diesen Befreier. Was brauche ich denn dafür, um den zu bauen? Da. Eine Gaskartusche. 4 Stück. Oh Gott, sowas habe ich ja gar nicht. Kupferdraht. Thermosaftkristall. Ach je. Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Also auf keinen Fall haben wir das. Okay. Das heißt, da können wir noch nicht viel tun. Verstehe. So, Reparaturkit. Chemikalien fehlen uns. Das ist natürlich nicht so gut. Ist denn der Mülleimer so nett und haut uns wieder was raus? Ja. Nee. Das brauche ich gerade nicht. Brauche ich auch nicht. Was ist das hier? Ist Hilfeset. Oh, ist auch gut. Okay, Fackeln. Kupferdraht. Metallblech, okay. Mann, ich will Chemikalien. Ist ja kein Wunschkonzert, ich weiß, aber das wäre natürlich cool, wenn wir das bekommen könnten. Kupferdraht haben wir jetzt ganz viel. Könnte ich denn Chemikalien. Hä? Seit wann ist das denn auf? Das war doch vorher nicht auf. Okay. Ich brauche mal eine Fackel, die sehe ich irgendwie nichts. Was ist das? Wer bist du? Was kann ich damit tun? Auch nichts. Kann hier gar nichts machen? Da ist was. Nee, vielleicht auch nicht. Okay. Sieht interessant aus, aber wir können es scheinbar noch nicht nutzen. Ist ja doof. Hier vielleicht? Nee. Das Tor war ja immer zu, als wir hier reingekommen sind. Die Frage ist, warte mal, was ist denn eigentlich? Achso, ich kann hier ja keine Map aufrufen. Ist denn hier noch irgendwo was, wo wir was rauskriegen? Computer, den können wir bloß mit dem Teil da wieder kaputt machen.
Ach so, was ist denn? Haben wir eigentlich alle Türen soweit jetzt hier auf? Oder fehlt uns noch was? Ach so, das ist das Tor dahin. Rohrpostsystem. Aber wohin geht es dann? Hm, das weiß man nicht, oder? Oh, was war das? Ach so, die Fackel. Ja, schade, ich kann jetzt gerade gar kein Reparaturkit machen, fertig machen. Heilen kann ich mich auf jeden Fall und ich werde mal auf jeden Fall schon mal tanken. Zur Not müssen wir eben erstmal so losfahren, in der Hoffnung, dass wir unterwegs irgendwas finden. Obwohl unser Auto natürlich ganz schön Schrott ist, ne? Also ich guck mal nochmal, wo sehe ich denn jetzt, wie mein, der Zustand meines Autos ist. Auch nicht. Naja, grün, gelb, alles nicht so cool. Okay, ich kann aber jetzt hier in dem Gebiet kann ich gar nichts mehr absuchen. Ne, hier war ja auch, glaube ich, nicht viel. Boah, wenn ich mit so einer... Guck mal, ach so, da, guck mal, da ist ja der Zustand. Also ich brauche ja auf jeden Fall irgendwie Chemikalien. Jetzt können wir hier, das ist der Routenplaner, hier können wir Musik abspielen. Scheinbar läuft hier irgendwas, ich höre gar nichts. Will ich nur eine Tür rum. Na, das hilft uns nicht weiter. Haben wir vielleicht irgendwo was übersehen, glücklicherweise, dass wir jetzt noch irgendwo was finden. Hier oben haben wir ja bloß die Antenne jetzt angebaut, wa? Ja. Wenn ich das Auto kaputt mache, da werden ja auch keine Chemikalien bei rumkommen. Oh, das leuchtet hier so cool, warum kann ich denn hier nichts machen? Okay. Boah. Ich frag nochmal ganz lieb unseren Container. Oh, eine Fackel. Was soll ich denn mit so viel Fackeln? So viel habe ich gar nicht, oder? Zwei? Warum habe ich bloß noch zwei? Na gut. Ja gut, dann packe ich mal erstmal hier was rein. Ne, Fackel nehmen wir mal mit. Dann müssen wir eben unterwegs irgendwie so ein bisschen schauen. Wenn wir das Reparaturkit können wir von unterwegs ja einfach, wenn wir Chemikalien finden, müssen wir eben mal gucken. Uiuiui. Ich fahre ja lieber... Oh, schon wieder in den Kopf gestoßen fast. Und das Connect, was ist da? Fahrzeugzustandsüberwachung, okay. 77% lade die Batterie, haben wir doch schon gemacht, oder? Ja, jetzt haben wir es. Verschrotter, Reparaturkit, Benzinkanister, Starthöhe, packe die Sachen ein. Okay, aber wir haben doch... habe ich nicht das Ding jetzt hier mitgenommen? Nee, habe ich nicht. So, und das ist ein Ersatzreifen. Wie sehen denn überhaupt unsere Reifen aus? Ja. Geht so. Ja, geil ist nicht. Naja, ich würde mal sagen, also um da hinzukommen. Sechs Stunden. Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, was? Ich sehe ja schwarz. Aber gucken wir mal. Achso, muss ich wieder links raus? Ja, ich glaube, oder? Finde einen Weg in die Stadt. Naja, mal sehen. Ob das so einfach wird. Vermutlich nicht. Also ich weiß ja nicht genau, auf welche Karte wir da gereist sind, aber die war ja schon sehr heftig. Aber es hing auch damit zusammen, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, weil wir überall diese Teile da rausgeruppt haben. Es gibt auch nochmal einen Sturm. So, da kann ich nicht hin. Wo
Muss ich erst hier hin, um da hinzukommen? Also, ich hoffe mal. Ich hoffe, da führt ja noch ein Weg hin. Okay. Da lang müssten wir praktisch. Okay. Weil auf der Karte waren wir doch eigentlich schon, oder? Also da geht es auf jeden Fall weiter. Gut, und dann müssen wir unterwegs einfach mal schauen, ob wir irgendwas finden. Also oh, and about those anomalies. Ja. I don't recommend you spend much time around them. Unless you've got a death wish, in which case, be my guest. When we're all dead and gone and limb technology, but a footnote in the history books, the anomalies will remain. They're the legacy of our work here. And the Olympic Peninsula belongs to them now. Na gut. Hatten wir auch so nicht vor. Ich habe jetzt mal das angelassen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber die Batterie vielleicht nicht so geil war. Oh, hier haben wir einiges drin. Na gut, das können wir ja gleich fackeln ohne Ende. Warte mal, hier ist doch eine Stahlplatte. Kann ich die nicht mit dem Verschrotter? Ach da ja. Krieg ich die damit nicht? Oh, riecht nur Metallschrotter, okay. Ah doch, da Stahlblech. Sehr gut. Erstmal ins Auto damit. So, und das, was ich für unterwegs jetzt nicht brauche, mache ich auch erstmal da rein. Okay, das mache ich auch erstmal hier rein. So, war hier sonst noch irgendwas, was wir looten können? Da hinten ist noch ein Auto. Da ist auch noch eins. Gucken, ob wir hier Chemikalien. Oh, ich bin gerade. Das ist hier nicht gut. Okay. Dann bauen Schmeißer das Ding ja mal weg. Okay, hier kann ich anscheinend nichts öffnen. Nee. Ach. Ne, okay. Gut, ich muss auch gleich weiterfahren. Ich bin ja Strahlung ausgesetzt scheinbar. Und es gibt ganz bedrohliche Geräusche gerade hier. Warum sage ich meine Tür offen? So. Dich das zieht. Gut. So, da hinten sind ganz viele Gebäude. Da müssen wir nochmal schauen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir da wirklich schon alles durchsucht hatten. So. Also wie gesagt, atmosphärisch ist das schon auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ist nur ein Auto. Naja, komm, wir fahren mal eher zu den Gebäuden. Ich glaube, da werden wir eher fündig. Also gerade wenn wir Chemikalien suchen. Ich weiß allerdings nicht, obwohl das Reparaturkit könnte ich doch auch unterwegs anwenden. War da, muss ich doch nicht warten, bis wir in der Werkstatt sind. Oh, das ist hier so ein bisschen mit dem. Sieht ja nicht so gut aus. Da waren wir auch schon mal. Oh, das ist so ein Entführer, Mist. Dann mal, wir fahren mal ein bisschen hier so rein, vielleicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ach, ist das noch einer? Oh, da sind ganz viele. Ich will mein Auto weg. Scheiße. Oh nein, was macht das mit meinem Auto? Was ist mein Auto da? Okay. Ja, ich habe wahrscheinlich nicht richtig geparkt. Das ist okay. Du darfst es durch 20 Meter weiter schleppen. Okay, die Rohrpostanlage. Hier könnte ja auch was drin sein, oder? Oh ja. Was ist das? Ein Aufkleber.
Dann ist ja alles gerettet. Zum Glück habe ich das Aufkleber. Aber da reinzugehen wäre eigentlich auch gar nicht so. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Lass mich los, lass mich los. Ich möchte nicht verschleppt werden. Nein, geh weg. Okay, Gießkanne. Was fliegt denn hier durch die Gegend? Ah, hier ist ein Rucksack. Ah. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir hier sind. Ich weiß, ich sollte mich hier nicht aufhalten, aber ich brauche Sachen. Weil sonst kommen wir hier nie weiter. Na, 73. Ja, noch können wir. Hält mir noch was aus. Ist das geil. Raus hier. Vor allem nicht. Ich habe auch mich ja, richtig geilen Spot rausgesucht hier, ja, also was habe ich drauf? So, 69% ist jetzt. Oh, sind der Plan auch schon da? Unheimlich. Wo geht denn eigentlich die Tür immer auf? Warum? Das ist ja gar nicht schon sauber, oh Gott. Ich bin ja auch lustig. Oh, guck mal, der ging aber so auf, ohne Brecheisen, ist ja nicht. Ah ne, ich hatte den ja. Na egal. So, jetzt hat er uns hier zugeparkt. Das ist ja auch nicht gut. Oh oh. So, der hat gar nicht gezündet. Ich bitte darum, bitte mach die Motorhaube zu. Oh, das ist noch so ein Teil. Oh, das ist ein Wohnwagen. Ich fahre jetzt mal hier in die Walachheim. Das ist vielleicht auch nicht so schlau. Oh Gott, hier sind ganz viele von den Viechern. Es ist nichts passiert. Das ist völlig normal. Mal ein Stück weiter hier so zur Kreuzung vielleicht. Ich kann ja auch laufen, ich bin ja nicht. Bitte? Was ist denn? Ja. Kann es gerade leider nicht ändern. Wir müssen jetzt eben die Fehler ausbügeln, die wir gemacht haben und jetzt komme ich hier nicht rein, oder? Ich 66%. Oh, hier sieht es ja lustig aus. Dunkel, sehe ich nichts. Das sind ja keine Anomalien. Kein Kuxala. Oh, 39%. Ich muss hier eine erste Hilfe dafür nutzen. Ja, hat jetzt nicht sehr viel gebraucht. Okay. Na doch, jetzt. Okay. Brauch wieder auf. Nein, nein, ich möchte nicht entführt werden. Ich möchte nur hier rein. Oh, hier geht's ja richtig ab, so. Ah, Chemikalien eigentlich. War nur eine. Na, warum? Hä? Taschenspielertrick, lenke eine Anomalie mit einer Lichtquelle ab. Aha. Was ich ja so kann. Wo ist denn jetzt meine. Wieder fallen lassen? Was ist das da? Ach da. Ja, ist ja gut. Wir haben noch ein paar Waffeln. Und da sieht es eigentlich auch so aus, als wenn da Chemikalien wären, aber die will er mir nicht geben. Obwohl. Was ist das? Abbeizmittel. Genau. Gut für Türen und so.
Was ist denn da draußen? Ups. Okay, die kann man also mit einer Lichtquelle ablenken. Wenn ich das Ding irgendwie schmeißen. Ah. Waffen sind Fackeln also gut. Oh. Bitte was? Ups. Meine Güte. So, da hinten ist unser Auto. Das ist das Haus, was wir vorhin hatten. Ich brauche noch eine Chemikalie. Da hinten ist noch ein Haus. Das sieht doch. Da ist gerade keiner. 80%. Ja gut, ein Medikit habe ich noch. Ich bin ja eigentlich noch gar nicht am Ziel. Ich will ja eigentlich erstmal da. Okay, jetzt brauche ich wieder meine Einbrecheisen. So, hier ist gar nichts, oder? Da sehe ich irgendwas hier. Ach, hier. Ah, schon wieder nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ist noch ein Rucksack. Ohne Signalpistole, das ist natürlich geil. Brauche ich dafür Munition oder ist die... warte mal, nee, kann ich die auf zwei legen irgendwie? Wie mache ich das nochmal? Nee, das will ich ja. Warte mal. Ach. Mensch. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Okay, warte mal. Nochmal die zwei. Die macht da gar nichts. Sehr gut. Ich würde gern, dass das. C. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Zwei oder von mir ist auch so. So, jetzt nehmen wir die eins. Ach, einen Schuss hatte ich damit. Wow, oder habe ich jetzt einfach weggeschmissen? Warum schmeißt er die denn weg? Oder was soll das sein hier? Thermosaftkristall. Das brauchen wir doch für, ja. Passt das hier nicht rein? Doch. Also irgendwie ist das ein bisschen schwierig hier mit. So. Warum hält das jetzt in der Hand? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Okay, machen wir mal so. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, ist natürlich ein bisschen lame, dass da wirklich nur ein Schuss geht. Ja? Hm. War ich jetzt hier schon drin? Ne, die Tür ist noch zu. Hier könnten wir wieder Glück haben. So, nochmal an. Ah, ist natürlich auch verschlossen. Oh nein, jetzt habe ich kein Brecheisen mehr. Macht mich doch nicht schwach. Okay, muss ich mal ins Auto und vielleicht mehr Glück, dass wir eins bauen können. Lachen die bei uns. So, jetzt haben wir ein bisschen die Orientierung verloren. Warte mal, hier nochmal rein. Fackeln sind auch immer gut. So. Ach, ich habe hier ja keine Karte. Na, natürlich schlecht. So, hier haben wir noch so ein Zeug. Das ist auch ein bisschen neblig. So, da hinten sind die ganzen Häuser. Ich glaube, wir nähern uns langsam.
vielleicht gar nicht so klug, mit einer Fackel in der Hand rumzulaufen, oder? Überlege ich gerade. Ist noch was drin? Ne, hier hatten wir schon. So, wo ist unser Töff-Töff hier? Ach, haben die das schon wieder umgestellt? Großartig. So, kann ich irgendwie ein Brecheisen, ja, kann ich herstellen, okay. Okay. So, jetzt muss ich kurz überall. Alter, wie siehst du mich denn auf einmal so schnell? Die scheinen etwas mehr entwickelt zu sein. Als wir die ersten getroffen haben, sind wir ganz nah rangegangen, ist nichts passiert, oder? So, ich muss mal kurz hier in den Waggon hier nochmal. Waggon ist auch gut. In den Container. Ich muss mal gucken, dass wir an diesen Schrank kommen. So. Oh, eine Gasflasche, auch gut. Chemikalien. Noch was? Ist hier nichts. Okay. Jetzt wird es langsam gruselig hier, ne? So. Wenn ich. Aber naja, gut, in Sicherheit ist man hier nirgendwo, glaube ich, oder? Was ist das da? Das war einfach das Licht. Okay. Wo ist unser Auto? Da ist unser Auto. Okay, ich guck mal. Ach, ein Gaskartusche haben wir gar nicht. Na gut. Macht das Sinn, jetzt hier ein Reparaturkit, also nicht herzustellen, sondern herzustellen auf jeden Fall Sinn. Aber hier jetzt zu basteln wahrscheinlich eher nicht. Wir fahren mal woanders hin. Ich muss eh, wo muss ich hin? Ah, so lang. Hm, natürlich. Auch Sinn, ab und zu mal zu speichern, fällt mir gerade ein. Ach, man kann ja hier gar nicht speichern. Ah, so war das. Die Geschichte. So, hier lang war, ja. Okay. Wir müssen jetzt ganz schnell sein, damit wir hier an diesen Viechern vorbeikommen. Und ich versuche mal, eine relativ ruhige Stelle jetzt zu finden. Hier sieht es gerade recht gut aus. Ja, ist ja gut. Ja. Okay. Wir versuchen mal unser Glück. Stoßstange. Wenigstens so ein bisschen. Also gerade so die groben Teile, die jetzt total kaputt sind. Sowas hier. Und das noch. Die Stahltür. Okay, jetzt haben wir alles aufgebraucht wieder. Gut. Dann sieht es schon mal wieder etwas freundlicher aus und irgendwie habe ich das Gefühl, oh Gott, scheiße, so ein Sturm kommt. Jetzt aber hurtig hier. Toll. Jetzt, wo ich mein Auto repariert habe, kommt ein Sturm. Das ist auch so klar. Also diese Thermodinger, die ich ja auch brauche. Die habe ich jetzt da vor einfach so mitten im Waldweg gefunden. Also vor diesem Wohnwagen. Das heißt, ich finde die irgendwo einfach durch Zufall, die dann so leuchten. Ja. Ui, jetzt geht es auch noch bergauf hier. Okay, wir scheinen dem Strom erstmal soweit
zu entkommen. Ja, davon kommt das nächste hier schon. Naja, wir brauchen unbedingt Geländereifen hier. Das wird sonst hier nichts. Okay, aber ich glaube, bis ich meinen Befreier denn habe, habe ich schon wieder genügend Materialien gesammelt. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass das unser erster, naja, Tod war es ja nicht, aber ich habe ja nun einfach festgesteckt, aber das kann ja durchaus wieder passieren. Von daher, wir brauchen diesen Befreier ja so oder so. Okay, hier ist noch ein Häuschen, wollen wir hier erstmal gucken, was es hier gibt. Irgendwie noch die Chemikalien hier in der Hand. Was ist das hier? Guck mal, hier brennt ja sogar Licht drin, ist ja nett. Aber wo ist der Eingang? Okay, gucken wir mal, was es hier gibt. Ach, muss ich mal meinen Rucksack leer räumen sollen. Muss ich auch noch machen. Hier noch irgendwas? Ich glaube, ich müsste auch viel mehr auseinandernehmen hier, wa? Von den ganzen Elektroteilen, um irgendwie noch was Wertvolles rauszuholen. So, alles Krimskrams, aber Krimskrams ist immer gut. Und wir müssen auch dringend immer zusehen, dass wir Sachen in der Werkstatt auch deponieren und nicht so viel mitnehmen, weil sonst, ja, hat man ja gesehen. Was bummert denn hier die ganze Zeit eigentlich? Will ich das eigentlich wissen? Will ich hier nochmal so einen Teil? Nö. So, das sind die Dinge. Warum geht denn diese Tür eigentlich immer auf? So, meine Werkstatt mit. Und schon regnet es wieder. Okay, wir sind jetzt so relativ nah an dem Teil, wo es weitergehen soll. Und jetzt wird es natürlich richtig ungemütlich. Irgendwas kann uns daran hindern, weiterzufahren, aber wir lassen uns hier nicht beirren. Ich war auch in der letzten Folge etwas unkonzentriert, muss ich zugeben, weil ich vorher schon einige Spiele aufgenommen hatte und war vielleicht gar nicht so gut. Okay, hier ist so ein Absprungteil. Wow. Die Frage ist, wenn wir das jetzt erreicht haben, kann man denn nicht erstmal wieder zurück zur Werkstatt, um erstmal was zurück zu... Nee, geht scheinbar nicht. Okay. Dann wollen wir ja natürlich dahin. Boah. Mann, Mann, Mann. Also es ist schon... Also wenn du es nicht so... verlierst du alles, was du gesammelt hast, es könnte aber einen Weg geben, das verloren sein. Ja genau, das haben wir ja... habe ich auch rausgefunden. Stadtzentrum, Feuchtwald, äußerer Ring. Okay, das ist ja das, wo wir eigentlich hin wollen. Okay. Das ist, warte mal, ich muss mal ganz kurz auch noch mal kurz in die Legende schauen. Was ist das nochmal? Zielbereich, Ankersignal, Portal bereit, ist das genau? Sackgasse. Okay. So, das Ziel ist da. Und da gibt es ganz viele Gebäude. Okay. Das gilt es jetzt zu erforschen, auf jeden Fall. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Na? Naja, auch dadurch, dass wir natürlich ein bisschen Material verloren haben, mussten wir jetzt ein bisschen uns wieder was zusammensammeln. Aber ich bin mal ganz zuversichtlich, dass wir jetzt so ein Stück weiterkommen. Ich glaube, so ein bisschen habe ich den Bogen jetzt auch besser raus. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Pacific Drive. Bis dahin, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye und ciao.